Kathi? Ja, was denn? Frühstück ist fertig. Mach doch mal die Musik leiser. Ja. Matti, komm, du musst zur Schule. Aber ich gehe nicht mehr zur Schule. Wieso das denn jetzt? Geht's immer noch um diese Bande? Hm? Das weißt du doch. Papa, die machen mich fertig. Und wenn sie mich mal in Ruhe lassen, dann redet keiner mit mir. Papa, kannst du nicht mal mit Nicks Vater sprechen? Matti, das ist doch mein Chef. Hm? Ich kann da nichts machen. Der schmeißt mich raus, der ist knallhart. Da musst du jetzt durch, hm? Letzte Woche war er noch ganz fit. Tja. Aber dein Fahrrad bringt's heute Abend wieder in Ordnung, ja? Ich brauche meinen Käfer. So eine Undankbarkeit. Dein Vater schenkt dir zum 18. Geburtstag diesen wunderbaren Oldtimer. Sag mal, weißt denn du überhaupt, was mein Kollege Zimmermann mir für die Mühle abgeknöpft hat? Hallo, mein Hering. Und wenn dein Vater mal sich den Wagen ausleihen will, weil sein Fahrrad hat, muss ich mir ellenlange Vorträge anhören, hm? Das war nicht so gemein. Hm? Ist schon wieder jemand gestorben? Christiane, das ist ein Pflegeheim und keine Geburtenklinik. Ich weiß. Aber einfach ist das nicht. Du willst doch nicht etwa einen Rückzieher machen. Ach was. Ich bewerbe mich doch nicht erst für ein Praktikum und dann schmeiße ich alles hin. Hm. Tschüss. Der Nächste, Matthias. Nun komm schon. Los. Okay, das üben wir aber nochmal. Sven, zeig einmal, wie es richtig gemacht wird. Der Nächste, Nick Nautrup. Mäuse melken. Erst macht das Fahrrad die Grätsche und jetzt der Wagen. Wie wär's mit vielen Dank, Herr Kollege? Nett, dass Sie gekommen sind, mir aus meiner Notlage zu helfen. Daran sind Sie nicht ganz unschuldig. Ach, ist doch lächerlich. Offenkundig hätte der Wagen doch einige versteckte Mängel, als Sie ihn mir verkauft haben. Ach, Unsinn! Das ist doch falsch rum. Was soll denn das? Wart's ab, du Blitzmerker. Kundschaft. Ah, sogar Stammkundschaft. Ist ja ein echter Pechvogel, der Kleine. Was, Sven? Mhm. Lukas, ich glaube, da hätten die Bullen kreisen sehen. Ja, frag mal los und sicher die Aktion ab. Na komm! Hinsetzen! Hinsetzen, hab ich gesagt! Los, komm, aufstehen! Na los! Und umdrehen!
Hier, siehst du? Richtig rum. Stinkt das! Sag mal, werden deine Turnklamotten eigentlich nie gewaschen, hä? Ja, was ist? Wird's bald? Das ist nix heute. Das ist ja ein uraltes Spiel. Was haben wir denn in unserem Billigrucksack, schönes Fräulein? Mach auf! Hey, wo soll's denn hingehen? Gib her den Rucksack! Her. Gib her das Ding. Tust du noch weh damit? Hergeben, habe ich gesagt. Benzin ist alle. Heiter das. Muss ich ganz übersehen haben. Ne? Und selbst das ist noch keine Katastrophe. Dieses kleine Hebelchen hier nämlich aktiviert den Reservetank. Ja, kenne ich. Beim Trabi hatten wir das immer hier unten. Aber ich wusste gar nicht, dass die bei VW damals schon so weit waren. Stuppe hier. Ach du Schande. Was ist denn? Schießerei unter Schülern. Ein Toter. Der Tote ist Nick Nautrup und der Täter ist Matthias Wagner. Und ich habe das also im Streifenwagen schon gesagt. Und das stimmt. 100%. Ja klar, die gehen auch in meine Klasse. Ich habe da hinten gestanden. Ich habe alles gesehen. Matthias hat die Waffe aus dem Rucksack genommen, gezielt und abgedrückt. Wie unter Hypnose. Er ist abgehauen. Ich glaube in die Richtung. Wir brauchen noch die Adresse von diesem Matthias Wagner. Ich weiß nicht so genau, wo der wohnt. Ich war noch nie bei ihm. Ich kenne auch keinen, der schon mal bei Matthias war. Das ist ja großartig. Ich schau mal, ob ich im Sekretariat noch jemanden erwische. Ja. In welche Klasse gehst du? 10b. 10b. Simone, was meinst du, warum Matthias das gemacht hat? Hm? Na, die drei hatten ihn mal wieder an der Mangel. Und dann hat er sich endlich mal dagegen gewehrt. Die drei? Wer waren die anderen zwei? Lukas und Sven, nix Gang. Die gehen auch in unsere Klasse. Die haben ihn mindestens einmal in der Woche abgezockt. Stoppe hier. Jetzt hat sich's mit abkassieren. Kollege Zimmermann, ich brauche noch zwei Anschriften. Von einem Lukas. Wie heißt er? Lukas Berger und Sven Bachmann. Lukas Berger und Sven Bachmann. Ja, am besten, Sie schicken gleich zwei Streifenwagen los. Ja, die zwei hängen auch in der Sache mit drin. Ist der Psychologe endlich da? Das ist da, ja. Dann kümmern Sie sich. Komm. Okay. Was soll ich dir sagen? Wir kommen in unser Zimmer und gehen auf den Balkon. Und was sehen wir? Ach, die reine Enttäuschung. Wie das aussah, alles Mögliche, nur kein Meer. Und wir hatten ausdrücklich Meerblick gebucht. Na, ich runter an die Rezeption und hab denen den Marsch geblasen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Mein Sauer verdient das Geld und dann sowas. Schwester. Meerblick heißt Meerblick. Schwester. Was gibt's denn, Oma Amla? Sie hatten mir doch versprochen, dass wir mal eine Runde im Park drehen. Ist doch so schönes Wetter. Das könnte heute ein bisschen eng werden, Oma Amla. Schwester Roswitha ist im Schwangerschaftsurlaub und Schwester Lena hat die Sommergrippe. Aber sie hat morgen, mir doch... Morgen, Frau Amla, morgen, ganz bestimmt. Ja, aber... Sieh mal so, dass du hier fertig wirst, Christiane. Es gibt noch genug zu tun. Mein
Weißt du, was ich für diesen Heimplatz jeden Monat bezahle? 3.000 Euro. Kein Mensch kümmert sich um mich. Du warst mit diesem Nick Nautrup befreundet. Ich habe ihn in die Wüste geschickt. Und was war der Grund? Irgendwann musste das ja passieren. Was musste denn passieren? Ich habe Nick ja gesagt, er soll mit dem Scheiß aufhören. Ach, was denn für ein Scheiß? Haben alle angehimmelt. Ich gedacht, er wäre der King. Ja, wahrscheinlich die Tatwaffe. Lag in einem Papierkorb. Zustände sind das. Wie zum Teufel kommt ein Jugendlicher an einen Revolver und scharfe Munition? Hier, das sind die Adressen aller Schüler der 10B. Lukas Berger und Sven Bachmann sind nicht zu Hause, aber die Streifenwagenbesatzungen haben die Angehörigen informiert. Tja, soll ich mich jetzt um die Eltern des Opfers kümmern oder machen Sie das? Tut mir leid, diesmal sind Sie dran. Ich gehe zu diesem Matthias Wagner. Ja, ja, ist gut. Na? Soll ich dich nach Hause fahren? Wie? Ob ich dich nach Hause fahren soll? Nee, nee. Vielen Dank. Ich frage die Schwester mal, Frau Amler. Bin gleich wieder zurück. Hey, Christiane? Ja? Bist du mit dem Zimmer fertig, Christiane? Ja, ja, klar. Schwester, könnte ich jetzt mit Frau Amler eine Runde spazieren gehen? Sie müssen mir nur helfen, sie kurz in den Rollstuhl zu setzen. Ich habe, weiß Gott, keine Zeit jetzt. Ich habe gesagt, das machen wir morgen. Und könntest du mal den Baderaum in Ordnung bringen? Da sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Gut. Dürfen wir? Na, ein Nein war es nicht. Ja. Um alles muss man hier betteln. Um jede Tasse Tee, mein Bad, Kopf waschen. So, Frau Amler, jetzt ziehen Sie erstmal die Strickjacke an, damit Sie sich draußen nicht erkälten. Meine Damen und Herren, hier endet unsere Stadtrundfahrt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, Sie bald wieder bei Nautrup-Reisen begrüßen zu dürfen. Danke. Wagner? Papa, ich bin's. Matthias. Ich wollte Ihnen nur Tschüss sagen. Die holen mich gleich ab. Ich hab Nick Nautrup erschossen. Matthias, was soll denn der Blödsinn, ne? Soll das ein Witz sein oder was? Matthias! Matthias! Matthias Wagner? Ich bin dann soweit. Wie siehst du denn aus?
Wieso hast du denn deinen Konfirmationsanzug an? Was wollen Sie denn von meinem Jungen? Herr Wagner? Ja? Ich bin Hauptkommissar Stöppel, Kripo Hamburg. Sag doch was. Sag, dass das nicht wahr ist. Du hast doch nicht wirklich den... Damit ich das richtig verstehe, Sie sind Busfahrer in dem Unternehmen, das dem Vater von Nick Nautrup gehört? Ja, ich war da schon seit 17 Jahren. Zum 10-Jährigen habe ich sogar mal einen Frühstückskorb bekommen. Wussten Sie eigentlich, dass Matthias Probleme mit Nick hatte? Ja, aber was hätte ich denn machen sollen? Den Sohn von meinem Chef anzeigen, damit der mich feuert? Matti war immer ein ganz ruhiger und ordentlicher Junge. Seit Bärbel tot ist, Bärbel ist meine Frau, wissen Sie? War meine Frau. Da hat der Junge kaum mehr geredet. Woher hat er denn überhaupt eine Waffe? Sie hatten natürlich keine Ahnung. Sie sind ja auch bloß der Vater. Ja, wie denn? Ich kann doch nicht dauernd hinter dem Jungen herlaufen. Matthias wird jetzt ins Präsidium gebracht. Sie können ihn morgen sehen, wenn Ihnen irgendwas noch einfällt. Sie können sich jederzeit bei mir melden. Auch noch was. Jeder kleine Hinweis, wie Matthias an die Waffe rangekommen ist, kann nützlich sein. Moment, ich schreibe mir für den Notfall noch meine Privatnummer auf. Vielleicht sind ja auch die Computer schuld. Die Computer und das Fernsehen und so, das sagen doch alle. Ich weiß ja nicht mal, wie man sowas ausschaltet da. Ganz einfach. Netzstecker ziehen. Wie lange geht eigentlich dein Praktikum noch, Christiane? Noch eine Woche. Verstehe. Ist das ein Kreuz? Aber Frau Amel. Ich komme Sie doch auch ab und zu mal besuchen. Wirklich? Ja, klar. Das sage ich nicht nur so. Versprochen? Versprochen. Was ist? Du scheinst ja ziemlich entspannt zu sein, Lukas. Hier. Arschkulatte abgedrückt. Bumm. Voll krass. Red nicht immer wie so ein Analphabet. Nick ist tot. Mann, ich hätte es genauso erwischen können. Willst du eigentlich freiwillig zu den Bullen, Lukas? Oder willst du warten, bis sie dich abholen? Wieso abholen? Woher wissen die denn? Simone hat euch und Nick gesehen. Wirklich? Und der Kripo alles erzählt. Sie werden dich und Sven als Zeugen befragen. Wow! Wahrscheinlich... Die Jacke von den Beschuldigten. Machen Sie mir auch ein Foto von diesem Tag. Ja. So, wir sind jetzt fertig. Okay, dann setzen Sie sich bitte vorne hin. Kopf nach oben. Schauen Sie bitte in die Kamera. Jetzt Kopf nach rechts, bitte. Jetzt Kopf nach links. Danke. Christiane, war das schön. Ich bin dir ja so dankbar.
Endlich wieder mal in der frischen Luft. Die schönen grünen Bäume und die Vögel so schön gesungen. Ja, Frau Amler, jetzt müssen Sie aber leider wieder ins Bett. Ja, leider. Dass ich noch mal so klapprig werde. Haut und zack. Knochen. Ein Kreuz ist das. Klapp doch. Willst du mir erklären, was du hier tust, Christiane? Aber ich wollte doch nur kurz... Wer hat dir eigentlich erlaubt, die Patientin? Ach, im Himmel. Frau Amler. Frau Amler. Frau Dr. Schneider. Nun mach schon. Matthias, wir haben die Tatwaffe. Sie trägt deine Fingerabdrücke. Ausschließlich deine Fingerabdrücke. Unter deinen Fingernägeln haben wir Pulverrückstände gefunden. Außerdem gibt es genügend Tatzeugen. Bleiben doch nur noch zwei Fragen. Warum hast du das getan? Nick Nautrup und seine Kumpane haben dich regelmäßig drangsaliert. Und heute hast du dich das erste Mal gewehrt. So war's doch, ne? Und woher hattest du die Waffe? Die habe ich gefunden. Wo? In meinem Rucksack. Und wann hast du sie da gefunden? Als ich vor Nick stand. Ich sollte meinen Rucksack aufmachen. Und das habe ich gemacht. Und da war die Waffe. Und natürlich hast du keine Ahnung gehabt, dass der Revolver geladen war, nicht wahr? Woher denn? Ich hatte den Rucksack gerade aufgemacht. Und da lag die Waffe drin. Ich wollte Nick doch nur drohen. Drohen? Ich habe gerade mit Nicks Vater gesprochen. Ich wüsste gern, was du sagen würdest, wenn der dir jetzt gegenüberstünde. Ich würde ihm sagen, wie sehr mich sein Sohn fertig gemacht hat. Dieser Verbrecher! Verbrecher? Überleg dir genau, was du da sagst, Junge! Kollege Zimmermann, gibt's denn was von Sven Bachmann und Lukas Berger? Natürlich nicht. Kein Wunder, dass sie sich nicht nach Hause trauen. Ich bring Matthias jetzt in die Jugendhaftanstalt. So, Matthias, wir sind da. Das ist eine Jugendsonderanstalt, allerdings eine geschlossene. Ich dachte, ich komme ins Gefängnis. Dein Vater ist benachrichtigt. Er kann dich morgen besuchen. Was weiter passiert, muss der Jugendrichter entscheiden. Aber du würdest dir selber helfen, wenn du uns ein bisschen mehr erzählst. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Okay, aber ich kann Ihnen auch nicht weiterhelfen. Süß. Die Mäuse. Das ist ja interessant. Ich komme auch vor wie die Maus im Labyrinth. Sag mal, Marlene, findet die denn den Ausgang? Manchmal gelingt es Elvis schon. Wer ist Elvis? Na, die Maus hier. Sie ist schon seit 5 Minuten unterwegs.
Ich hatte ihn gerade losgeschickt, als Sie gekommen sind. Ach, du willst Biologin werden? Verhaltensforscherin. Ah ja. Die wichtigsten Erziehungsmittel sind Belohnung und Strafe. Das gilt für Mäuse wie für Menschen. Die Maus durchläuft das Labyrinth, weil sie an seinem Ende eine Belohnung vermutet. Das ist ja interessant. Wo finde ich Sven und Lukas? 5:37. Die sind am alten Kfz-Werk und sprayen. Ist es nun gut oder schlecht? Was? Die Zeit, meine ich. Interessiert sie doch gar nicht. Doch, doch, doch. Genauso blöd wie Matthias. Was ich noch fragen wollte, wo finde ich denn das alte Kfz-Werk? Blöde Maus. Na und? Das sind wir nicht schuldig. Jetzt, wo er tot ist, muss sein Tank überall sein. Ist doch auch egal. Wir haben uns schon überall verewigt. Und dann? Da macht's auf einmal Bumm. Und das war's. Das ist doch alles scheiße. Und wenn du dein Tag nicht sprayst, dann macht das auch irgendwann Bumm. Und das war's dann auch. Und kein Schwein weiß, dass es dich jemals gegeben hat. Na und? Ist doch auch egal. Ey! Kommt da runter! Ich muss mit euch sprechen! Wir haben hier was zu erledigen. Wer sind Sie überhaupt? Hauptkommissar Stüppe, Mordkommission. Haben Sie auch einen Ausweis? Natürlich habe ich auch einen Ausweis. Tja, kann ich von hier oben leider nicht erkennen. Gehen Sie mal los. Schluss damit! Du bleibst hier! Wer von euch ist Sven? Ich. Dann bist du Lukas. Na los, schlagen Sie doch zu! Oder müssen Sie erst mal ein bisschen verschnaufen? Los, runter hier! Das ist auch ein bisschen freundlicher. Schließlich sind wir Ihre wichtigsten Zeugen. Für mich seid ihr in erster Linie Beschuldigte. Nach all dem, was wir wissen, wart ihr beteiligt an einem versuchten Raub zum Nachteil von Matthias Wagner. Ich habe keinen beraubt. Das werden wir alles klären. Was heißt denn hier überhaupt Raub, hä? Das müssen Sie erst mal beweisen. Außerdem, Matthias hatte die Knarre dabei. Der schwere Junge ist ja wohl er. Eiskalt hat er abgedrückt. Bam! Oh, sorry. Dafür bekommen deine Eltern eine Rechnung. Matthias hat behauptet, dass ihm jemand den Revolver in den Rucksack gesteckt hat. Das passt zu dem Loser. Zu blöd, sich eine vernünftige Geschichte auszudenken. Monatelang habt ihr einen Mitschüler gequält. Bis er durchgedreht ist. Aber denkt ja nicht, dass ihr so einfach davonkommt, ihr kleinen Arschlöcher. Wilfried. Was ist das passiert? Ach, aus Versehen. Als ich den Jungen verhört habe, da ist plötzlich die Spraydose losgegangen. Hast du was rausgekriegt? Noch nicht. Matthias behauptet, dass er den Revolver im Rucksack gefunden hat. Und die Eltern wissen sie auch nichts? Die Mutter ist tot. Der Vater, ich glaube, das ist ein anständiger Kerl. Hat keine Zeit für den Jungen. Der Junge ist völlig isoliert. Keine Freunde. Niemand, der sich für ihn einsetzt. Ja. Christiane. Ist alles in Ordnung? Ja, klar. Alles paletti. Von Nicks Eltern grüßen. Haben sich eine Weile zurückgezogen. In der Presse, der Polizei, verstehst du? Das ist alles so irre. Bei uns in der Klasse ist eine Stimmung.
Die haben alle keine Ahnung. Die drehen bald alle durch. Nur Luca spielt mal wieder diesen coolen. Dieses Kind. Lass die Sache nicht zu nah an dich heran, Marleen. Bring deine Schule anständig zu Ende und dann studier. Von mir aus auch Verhaltensforschung. Das interessiert mich nun mal. Sicher? Mach, was du willst, aber mach es gut. Es gibt Sieger und Verlierer, Herren und Diener. Ja, Mama. Du entscheidest heute, wo du morgen hingehörst. Ja, Mama. Ich habe morgen den Termin bei der Heimleitung. Ich nehme mal an, die werden mich feuern. Warum hast du das gemacht? Na, weil... Ist die Dame denn verletzt? Das weiß ich nicht. Die haben mich ja gleich nach Hause geschickt. Ich bin 8 Tage nicht rausgeflogen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich bin ein bisschen rumgelaufen und hab hier und da. Ne? Die Schwestern haben doch der alten Dame versprochen, morgen mit ihr spazieren zu gehen. Wie kannst denn du da auf eigene Faust? Nie im Leben wären die morgen mit Frau Amler rausgegangen. Ach, warum? Na, weil die das seit Wochen schon nicht mehr gemacht haben. Die haben keine Zeit und keine Lust und erst recht keine Nerven für irgendwelche Sonderwünsche. Das hat mir die eine Schwester ganz offen gesagt. Aber das gibt ja noch lange nicht das Recht, eigenmächtig zu handeln. Siehst du, was dabei rauskommt? Sag mal, auf welche Seite stehst du eigentlich? Was soll denn jetzt die Frage? Kannst du morgen nicht mitkommen, Mama? Ich weiß nicht, wie ich mich alleine gegen die wehren soll. Na klar. Also, da bin ich aber ganz anderer Meinung als Sie, Herr Kollege. Aber auf der Waffe befanden sich nur Fingerabdrücke von Matthias Wagner. Das stinkt doch 3 Meilen gegen den Wind. Wieso das denn? Jemand hat Matthias den Revolver und den Rucksack geschmuggelt und vorher gründlich abgewischt. Genauso gut kann Matthias Wagner seine Waffe gründlich poliert haben, wie es wohl jeder jugendliche Waffennarr tun braucht. Ich weiß nicht. Aber bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass er auf Waffen steht. Und sein Vater? Ist das vielleicht so ein Law-and-Order-Typ? Das ist ein kleiner Busfahrer, Witwer, nicht vorbestraft. Der strebsam, arbeitsam. Nein, der fasst eine Waffe nicht mal mit den Fingerspitzen an. Und schwamm drüber und weiter im alten Trott. Eins kann ich Ihnen sagen, Herr Winter, ich gehe zu keiner verordneten Trauerfeier. Mal ganz ruhig, Marleen. Ja, ist doch so. Ein bisschen einfühlsamer können Sie wirklich sein, mein Lieber. Helm ab zum Gebet, was soll denn das? Wir belassen es ja nicht nur bei der Trauerfeier. Ich habe dem Direktor schon ein Maßnahmenpaket zur Erhöhung von Ordnung und Sicherheit vorgeschlagen. In Zukunft weht hier ein ganz anderer Wind. Hey, wir können doch eine Schülerwehr einrichten. Quatsch, was redest du da? Na, so mit Ausweisen und Armbinden. Was Vorschlag, ne? Das ist doch alles Schwachsinn. Warum denn? Quatsch, was du da sagst. Trauerpflicht, Sicherheitspakete, paramilitärische Kommandos. Was ist denn hier los, Marleen? Hast du Ärger? Ich gehe nicht mehr in den Unterricht, bevor die Schulleitung nicht wirklich was für uns tut. Marleen, das ist bestimmt nicht der richtige Weg. Ich glaube nicht, Herr Winter, dass wir beide das besprechen werden. Aber eines dürfte doch selbst Ihnen klar sein, dass der kaltblütige Mord an einem Schüler Konsequenzen nach sich ziehen wird. Ist der Direktor da? In seinem Zimmer. Mhm. Nach der Beschreibung meiner Tochter müssten Sie die ermittlungsführenden Beamten sein. Torell, Rechtsanwältin und Vorsitzende des Elternrats. Stuppe, mein Name. Das ist mein Kollege Hauptkommissar Zimmermann. Wir wollten auch gerade zum Direktor. Ja, dann haben wir ja den gemeinsamen Weg. Nach Ihnen. Oh.
bewusst bis zum letzten Atemzug. Morgen. Der alte Wagner übergibt seinen Arbeitsplatz picobello sauber. Was? Ich habe nicht vor, dir meine Tagestour zu überlassen. Bist du so blöd oder tust du nur so? Dein Sohn ballert den Bengel vom Chef ab. Und du glaubst ernsthaft, du kannst so weitermachen? Ich habe immer ordentlich meine Arbeit gemacht. 17 Jahre lang, Rigolski. Das weiß der Alte ganz genau. Hier ist der Einsatzplan vom Chef. Persönlich. Wagen 14, Übernahme Rigolski. So, jetzt mach Platz auf dem Bock. Ja, mach schon. Zeit ist knapp. Danke fürs Saubermachen. Schule hochbegabte Kinder keine adäquate Zuwendung erfahren, weil jeder soziale Problemfall hier ein Zuhause findet. Ach, hören Sie auf. Ich vertrete den Vater des Mordopfers als Nebenkläger. Lassen Sie mir doch bitte die Ermittlungsakte zukommen, ja? Das sollten Sie sich an die Staatsanwaltschaft wenden. Ja, wieso? Das ist alles doch klar. Sie haben den Täter, Sie haben die Tatwaffe. Nur eins wissen wir noch nicht. War es vorsätzliche Tötung oder Notwehr? Wie bitte? Matthias Wagner behauptet, die Waffe in seinem Rucksack gefunden zu haben. Aber diesen Unsinn werden Sie doch wohl nicht glauben. Naja, bis zum Beweis des Gegenteils. Schließlich macht es doch einen großen Unterschied, ob ein Jugendlicher sich eine Waffe besorgt und bei passender Gelegenheit vorsätzlich einen Mitschüler erschießt oder ob er sie findet und sich damit gegen einen Angreifer wehrt. Das ist im Prinzip richtig. Aber dass der Junge den Revolver in seiner Tasche gefunden haben soll, ich bitte Sie. Wo können wir uns mit den Schülern in Ruhe unterhalten? Der Hausmeister bringt sie ins Computerkabinett. 10 Arbeitsplätze, alles vernetzt, mit Online-Anschluss ans World Wide Net. Gesponsert von Lautrup Reisen. Ach was. Ja, Papa hatte sich was kosten lassen, dass ein leistungsschwaches Früchtchen mit durchgeschleppt wurde. Moment mal, Nick Lautrup war eine Elite? Das haben Sie nicht von mir. Papas großzügige Spende hat dafür gesorgt, dass er nicht sitzen geblieben ist. Das haben Sie erst recht nicht von mir. So. Das ist unser Allerheiligstes. Nicht zu fassen. Wenn Sie mich fragen, diese kleinen Banausen, die brauchen keine Computer, die brauchen ab und zu mal richtig was auf die Jacke. Ach ja? Sagen Sie mal, haben Sie die schon mal gesehen? Nö. Ich habe den Kinderchen zwar in den letzten Jahren schon einiges abgeknöpft, aber eine scharfe Waffe? Nee. Was ist denn hier sonst so gängig? Im Keller habe ich eine richtige Waffenkammer, die kann ich Ihnen ja mal zeigen. Aber gern. Ach. So eine Schule ist wie ein Tigerkäfig. Und wir sind die Dompteure, nur dass wir die Peitsche nicht benutzen dürfen. Und da beißt so ein kleines Raubtier eben manchmal zu. Wer von Ihnen möchte mitkommen? Bitte. Sie glauben ja gar nicht, was die alles mit in die Schule bringen. Hier lang bitte. Ja. Das ist die Ausbeute der letzten 5 Jahre. Aha. Wie viele Gangs sind denn derzeit an der Schule aktiv? Im Schnitt so 2 bis 3. Die sind natürlich alle gerade abgetaucht. So ein Lynchmord an einem Bandenchef ist pädagogisch schon wertvoll. Und das ist das Prunkstück der Sammlung. Lukas Bergers Gasrevolver. Ab 2003 ist das aber eine waffenscheinpflichtige Waffe. Korrekt. Sie kennen sich mit Waffen aus? Ein bisschen. Wer hat die schon mal gesehen? Wo hat Matthias die Waffe her? Fragen
Sie doch mal Lukas. Er ist ja auch schon mal mit einer Waffe erwischt worden. Ach was. Lukas, was war denn das für eine Waffe? Du blöde Kuh. Dafür fängst du dir eine, du Lesbe. Versuch's doch mal, du Zwerg. Lukas, was das für eine Waffe war? Eine Schreckschusspistole. Das ist ja wohl keine Waffe. Und wo hast du die her? In Hamburg kann man sich im Prinzip alles beschaffen. Auch eine Waffe. Man muss nur die richtigen Leute kennen und Geld haben. Ich will wissen, woher die Schreckschusspistole stammt. Einen Typen am Bahnhof abgekauft. Gebraucht für'n Huni. Hat Matthias vielleicht sich die Waffe auch am Bahnhof beschafft? Möglich. Quatsch, Matthias hat doch überhaupt kein Geld. Nick hat ihm noch jeden Euro abgeknöpft. Wer war denn das? Wer hat dich so verkloppt? Ist doch egal. Die machen das bestimmt nicht nochmal. Ich hol dich hier raus. Irgendwas fällt mir schon ein. Ich lass doch meinen Jungen nicht hängen. Ich kann mich allein wehren, Papa. Aber du bist doch nicht allein. Du hast doch mich. Papa. Man darf sich nicht immer alles gefallen lassen. Sonst schubsen die dich rum, dein ganzes Leben lang. Matthias Wagner ist der Mann mit einer Waffe erwischt worden. Mit dem Schlagring oder mit dem Messer? Nee, aber mit dem Playboy. Ja, aber den musste er für euch an der Tankstelle klauen. Was denn klauen? Habt ihr den Jungen auch noch geschickt? Jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Sven und Lukas, ihr kommt mit. Haben Sie sich das auch gut überlegt, Herr Wagner? Ja. Sie besparen Ihren Renditesparvertrag jetzt seit 2 Jahren. Wollten Sie sich nicht selbstständig machen? Ja. Ich dachte immer, ich kaufe mir meinen eigenen Bus und wenn der Junge aus der Schule raus ist, dann wollten wir ja zu zweit. Ja, Herr Wagner, aber wenn Sie den Vertrag vorzeitig lösen, dann wäre das prämien- und steuerschädlich. Ja, aber ich brauche das Geld jetzt. Für einen Anwalt. Für meinen Sohn. Den Anteil, den Ihr Arbeitgeber einzahlt. Den verlieren Sie natürlich auch. Ja, aber ich habe doch gar keinen Arbeitgeber mehr. Ach so? Ja, also wie viel kriege ich denn? Vielleicht 3.000 Euro, ein paar zerquetschte. Davon gehen natürlich noch die Vorschusszinsen ab. Tja, Herr Wagner. Der Traum vom eigenen Busunternehmen wäre damit wohl ausgeträumt. Ja, und wenn ich einen Kredit beantrage? Tja, Herr Wagner, so ohne feste Stelle. Also gut, dann geben Sie mir doch wenigstens die 3.000. Ach, Träume war so ein Quatsch. Überraschung! Wir gehen wieder, sie schläft. Ich will aber wissen, wie es ihr geht. Frau Amler, ich bin's, Christiane. Lass sie doch schlafen. Mama, Mann hat sie mit Medikamenten ruhig gestellt. Das kannst du doch gar nicht wissen. Was machen Sie denn hier? Raus aber bitte schnell. Sehr freundlich. Wir können heilfroh sein, dass sich Frau Amler nichts gebrochen hat.
Selbst geringfügige Verletzungen können bei Menschen in Ihrem Alter schwerste Komplikationen hervorrufen. Ist ja lächerlich. Ihnen sind die Menschen doch ganz egal. Christiane. Ist doch so. Sie kassieren Pflegegelder ohne Ende. Aber mal ein paar Aushilfen einzustellen, die sich mal um die alten Leute kümmern, dafür reicht's nicht. Stattdessen spritzen Sie Ihre Pflegefälle lieber ins Koma. Jetzt reicht's aber. Ich hab doch gesehen, wie das hier läuft. Dann liegen die nämlich rum und machen keine Mühe mehr. So ist das. Und Sie? Sie sahen ab. Raus. Sofort. Wie reden Sie denn mit uns? Ihre Tochter hat es doch nicht anders gewollt. Unsere Einrichtung wird ihr die Kosten für die Behandlung der Verletzungen in Rechnung stellen, die sie Frau Amler durch ihr Fehlverhalten zugezogen hat. Und wir werden Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstatten. Sie glauben doch nicht, dass Sie uns damit drohen können. Sie hören von uns. Ist aber nicht unverschämt. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wir werden erstmal einen Rechtsanwalt suchen. Sven Bachmann, wir werden dich jetzt als Beschuldigten vernehmen. Du musst meine Fragen nicht beantworten. Du kannst auch deine Eltern anrufen. Oder einen Rechtsanwalt beiziehen. Willst du das? Ich sag nix. Ja klar, du bist doch der Lukas oder so, oder? Ja und? Ja, pass auf, du. Ich also, was ist denn jetzt? Was ihr gemacht habt? Ich sag nix. Keine Scheiße. Ihr seid schuld, dass mein Junge im Knast ist. Ich mach euch fertig, du. Lasst sie das! Kapierst du das? Jetzt hören Sie ihr auf. Ihr seid schuld. Lassen Sie den Jungen los. Ja, sein. Typisch. Die kleine Miserate, da beschützen Sie. Und mein Sohn? Zusammengeschlagen haben die ihn in dem sogenannten Sonderheim. Soll was tun Sie denn dagegen? Na schon gut, das regeln wir unter uns. Was machen Sie denn da? Jetzt beruhigen Sie sich. Ich bin doch für euch der letzte Arsch. Ein kleiner Busfahrer, den man rumschubsen kann. Niemand schubst Sie rum. Was ist denn passiert? Kann ich Sie mal in der Ruhe sprechen? Also gut, ich rede mit dem Anstaltsleiter. Ich verspreche Ihnen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Aber die können doch Matthias nicht einfach zusammenschlagen. Ich habe auch versucht, mit dem Anstaltsleiter zu reden, aber für mich hat so einer natürlich keine Zeit. Und für einen Anwalt brauchen Sie auch kein Geld. Es geht hier um ein Tötungsdelikt. Und da bekommt Matthias einen Pflichtverteidiger und den bezahlt der Staat. Na, der wird sich ja gerade für meinen Sohn das Futter aus dem Ärmel reißen. Herr Wagner, was erwarten Sie denn eigentlich? Ja, ist ja schon gut. Trotzdem, danke. Matthias! Matthias! Matthias, hierher! Mach rein, los! Matthias, hierher! Jetzt spiel mal einen Augenblick ohne mich weiter. Wir können die Kids nicht 24 Stunden am Tag einzeln bewachen. Aber ich werde meinen Mitarbeitern sagen, dass sie ein Auge auf Matthias haben. Danke. Was gibt's? Dein Vater hat mir erzählt, dass du hier Probleme hast. Aber wie ich sehe, habt ihr ja bereits das Kriegsbeil begraben. Es hat sich rumgesprochen, dass ich einen umgelegt habe. Verstehe. Das verschafft dir Respekt. Diese Waffe, hast du mal nachgedacht, wer sie dir in den Rucksack gesteckt haben könnte? Es war meine Waffe. Was? Ich habe sie mir beschafft, am Bahnhof. Es war ganz easy. Wie wir sie nie bezahlt haben. Ich denke, Nick und Konsorten haben dir das ganze Geld abgeknöpft. Ich habe einen CD-Player geklaut und ihn getauscht. Du tust dir keinen Gefallen, wenn du den starken Mann spielst. Das Gericht würde davon ausgehen, dass du eine kriminelle Persönlichkeit hast. Immerhin, eine Persönlichkeit. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Anwälte es in Hamburg gibt. Das sind Tausende.
Wovon leben die eigentlich? Von vorlauten jungen Damen wie dir, die sich mit aller Welt anlegen müssen. Also das ist ja nun voll daneben, Charlie. Ja, 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 schon gut. Ich weiß, du hast es nur gut gemeint, aber immer mit dem Kopf durch die Wand, ne? Also ich finde, dass ich genau... Also welchen Anwalt nehmen wir nun? Was ist denn mit der Dame, die du in der Schule kennengelernt hast, Wilfried? Die scheint doch ganz durchsetzungsfähig zu sein. Ich glaube nicht, dass die Isabel Torell die richtige Anwältin für Christiane ist. Wieso nicht? Weil die sich voll für ihre Tochter einsetzt? Das tue ich wohl auch. Kannst du mir die Telefonnummer von der Isabel Torell geben? Christiane, dein Vater steht genauso hinter dir wie der Rest der Familie. Ich sag immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Sie werden sehen, wie schnell diesem Heimleiter die Lust auf eine Strafanzeige vergeht, wenn wir ihm mit ein paar Gutachtern drohen. Was wollen die denn untersuchen? Ich meine, Frau Amler ist doch wirklich hingefallen. Ja, schon. Aber die eigentlich interessante Frage ist doch, warum die alte Dame noch vor 2 Monaten ganz gut zu Fuß war und inzwischen nicht mal mehr alleine stehen kann. Dieser Heimleiter wird sich hüten, die Zustände in seiner Einrichtung vor einen Strafrichter zu bringen. Und was ist mit der Schadensersatzforderung? Naja, ein Schaden ist ja wohl höchstens Frau Amler persönlich entstanden und nicht dem Heim. Aber die tun so, als wären die alten Herrschaften ihr Eigentum. Und dagegen werden wir etwas unternehmen. Wissen Sie eigentlich auch, dass Anwälte Geld kosten? Ja, wir haben eine Rechtsschutzversicherung. Bei mir kriegen Sie keine Kassenbehandlung. Ich nehme nur Privatpatienten. Ach, spielen Sie Tennis? Ich habe nämlich in einer Stunde einen Termin und meine Partnerin hat mir abgesagt. Polo. Polo? Na, lassen Sie sich mal keine grauen Haare wachsen, Frau Stubbe. Wir werden das Kind schon schaukeln, ne? Danke, Frau Torell. Sagen Sie, hat mich eigentlich Ihnen Ihr Mann empfohlen? Ja, er hat erzählt, wie energisch Sie sich für die Klasse Ihrer Tochter einsetzen. Nicht energischer, als Sie sich für Ihre Tochter. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Die ist doch nett. Ja, sehr nett und sehr selbstbewusst. Sag mal, seit wann spielst du eigentlich Polo? Ja, schon immer. Ach, ich hätte noch undezenter sein sollen. Wasserpolo. Und bei mir sind schon 3 Ponys ertrunken. Das ist ja interessant. Matthias Wagner hat zugegeben, dass der Revolver ihm gehörte? Ja, aber ich glaub denen kein Wort. Wieso denn nicht? Wollen Sie auch einen? Ist das freiwillig mitgekommen? Da haben Sie auch wieder recht. Also bei Matthias kommt mir das vor wie reines Imponiergehabe. Als cooler Krimineller, da wird er geachtet, vorher hat auch keiner von ihm Notiz genommen. Belastet er sich selbst? Mehr als nötig? Unwahrscheinlich. Haben Sie denn schon was über unseren waffenkundigen Hausmeister herausgefunden? Ja, gegen den Mann lief ein Ermittlungsverfahren. Ach was? Ja, hier bitte. Horst Winter war jahrelang Mitglied in einem Schießclub. Bis er vor 2 Jahren völlig besoffen an seiner Kleingartenanlage rumgeballert hat. Das ist ja ein starkes Stück. Was denn? Der Kaffee? Nö, das muss das Werk von Lukas Berger sein. Ach, ja. Simone. Tag, Herr Kriminalhauptkommissar. Du sag mal, war das Lukas? Na klar, sein Tag. Sein was? Sein Tag. Sein Zeichen. Sein persönliches Logo. Also in der Jugendkultur sollten Sie sich als Kommissar ein bisschen besser auskennen, Herr Zimmermann. Ein frecher Hund. Wie bitte? So ein Schmierfink. Ja, 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 ja. Du sag mal, was führt dich denn zu uns? Ich habe eine Aussage zu machen. So? Zur Tatwaffe. Oh, dann komm mal mit. Das ist sie. Eine Smith & Wesson Kaliber 38. Ja, ich habe gestern noch mal im deutschen Waffenjournal nachgeschlagen und dann war ich mir ganz sicher. Moment mal. Du hältst eine Fachzeitschrift für Waffen? Ja, also ich bin in der Jugendgruppe vom Schützenverein und beim Technischen Hilfswerk und bei der Jugendfeuerwehr. Und in diesem Schützenverein, da ist auch Hausmeister Winter Mitglied, ja? Also wir in der Jugendgruppe, wir schießen zwar nur mit Kleinkaliber, aber mit Pistolen kenne ich mich auch ganz gut aus. Und die Waffe kennst du? Ja, klar. Also, Herr Winter hat mit dem Ding neulich bei uns rumgeballert.
als alle anderen schon weg waren. Ich musste nochmal zurück, weil ich meine Brille vergessen hatte. Da habe ich ihn gesehen. Der Winter darf doch seit 2 Jahren gar keine Schusswaffe mehr führen. Deshalb macht er das doch auch, wenn alle anderen schon weg sind. Seit er seine Waffen- und Besitzkarte los ist, da kümmert er sich im Verein um Ordnung und Sauberkeit. Und manchmal nach Trainingsschluss. Da spielt er noch ein bisschen Wildwest. Und du bist dir ganz sicher, dass es diese Waffe war? Ziemlich. Ich hätte gern auch so eine Waffe, bis ich aber 21 bin. Sag mal, als du den Winter beobachtet hast, hat er dich da gesehen? Nein. Du bist ja fast schon ein richtiger Profi. Willst du denn auch mal in unsere Fußstapfen treten? Ich will lieber zur Schutzpolizei. Sie haben ja noch nicht mal Uniform. Ja, da sind wir immer ganz traurig. Stimmt's, Herr Zimmermann? Ja. Mein Gott, der kleine Zwischenfall in der Kleingartenanlage. Ich war betrunken. Ich habe ja auch dafür bezahlt. Originelle Art, einen Hof zu fegen. Der Dachüberhang ist Teil des Gebäudes, dafür ist die Gebäudereinigung zuständig. Deshalb bezahlen wir die ja schließlich. Herr Winter, ist das Ihre Waffe? Wie kommen Sie denn darauf? Nein. Haben Sie die Waffe im Schießstand Ihres Vereins beschossen? Was soll denn der Blödsinn? Ich sag Ihnen doch, das ist nicht meine Waffe. Ich nehme an, Sie sammeln die verschossenen Projektile. Ja. Das ist ja Vorschrift. Dafür sind ja unsere Schützenvereine bekannt, für die haargenaue Einhaltung der Vorschrift. Das kann man so sagen. Sehr vorschriftsmäßig, Ihr Schießstand, Herr Winter. Oh ja, und ordentlich, mehr oder weniger. Naja, und diese Hightech-Gummimatten fangen die Geschosse auf, verhindern Querschläge und die Projektile? Die fallen dann in diesen Geschossauffangbehälter. Sehr ordentlich. Sagen Sie mal, Herr Winter, wann haben Sie die Projektile das letzte Mal entsorgt? Das machen wir alle 2 Monate. Sehen Sie, Herr Winter, es ist überhaupt gar kein Problem, die Spezialisten von der kriminaltechnischen Untersuchung mit ins Spiel zu bringen. Dann werden die Kollegen die Munition so lange durchsieben, bis sie die Projektile gefunden haben, die sie aus dieser Smith & Wesson verfeuert haben. Kaliber 9 mm. Die finden wir schon. Das bezweifle ich. Sie müssten Tausende von Projektilen überprüfen. Das werden die Kollegen sogar machen. Einfach so, aus Sport. Bitte schön. Tun Sie sich keinen Zwang an. Wie Sie wollen. Aber eins sage ich Ihnen, sollte sich herausstellen, dass Matthias Wagner mit Ihrem Revolver geschossen hat, dann kriegen Sie richtig Probleme. Aber das ist doch Humbug! Selbst wenn das meine Waffe wäre, wie sollte denn der Wagner an die rangekommen sein? Immer eins nach dem anderen, Herr Winter. Erstmal wollen wir wissen, ob mit dieser Waffe auf dem Schießstand geschossen wurde oder nicht. Vorsicht, Herr Kollege. Geht's? Hallo. Meine Herren, was kann ich für Sie tun? Das kann ich Ihnen sagen. Mit diesem Projektil wurde vor 2 Tagen ein 15-jähriger Schüler erschossen. Und in diesen Kisten befinden sich vermutlich weitere Projektile, die mit der Tatwaffe verschossen wurden. Die soll ich doch nicht etwa finden. Das ist doch eine reizvolle Aufgabe, oder? Wie meinen Sie? Das ist doch das kriminaltechnische Labor hier, oder? Ja, gut. Warum nicht? Kommen Sie in 2 Monaten wieder. Es gibt ein Sprichwort, ein Chinese 1000 Tage, 1000 Chinesen ein Tag. Bringen Sie mir die 1000 Chinesen, dann bringe ich Ihnen morgen früh das Untersuchungsergebnis. Also gut, bitte schön. Legen wir eben eine Nachtschicht ein. Was brauche ich auch, ein Privatleben? Geht doch. Guten Abend, Charles.
Was ist sie denn für ein Gesicht? Der Herr will zu dir. Danke, Charlotte. Er sagt, du hättest ihm deine Privatadresse gegeben. Ist das wahr? Ja, das war schon, Leute. Ist dem Vater von diesem Mörderkind die Anschrift einer Familie? Wen darf ich denn nächstens noch alles empfangen? Jack the Ripper. Wilfried! Charlotte. Ich dachte, der Hamburger Senat hätte mit unseren Steuergeldern ein schönes, großes Polizeipräsidium bauen lassen, damit du dich dort mit Leuten dieses Schlages unterhalten kannst. Tante Charlotte, es reicht. Dass du es weißt. Ich gehe jetzt mit Caro und Chrissy zum Italiener. Ciao! Ja, dann geh. Guten Abend, Herr Wagner. Herr Stubbe. Die wollen 125.000 Euro von mir. Können Sie mir das erklären? 125.000 Euro. Die ganze Straße hat zugesehen, wie die Polizei meinen Sohn abgeholt hat. Die denken doch jetzt alle, dass er ein Mörder ist. Und dann noch dieser Brief von der Rechtsanwältin. Das ist eine Schmerzensgeldforderung von Nicks Vater. Unterschrieben von Nautrops Anwältin Isabel Torell. Ja, aber haben die denn überhaupt das Recht dazu? Herr Wagner, der Mann hat seinen Sohn verloren. Ja, aber ich doch auch. Am Samstag hat Matthias Geburtstag. Im Heim. Seit Jahren habe ich ihm versprochen, dass, wenn er 16 wird, dann darf er mal eine Runde mit meinem Bus fahren. Und jetzt 125.000 Euro, das... Da würde ich jetzt mal vorschlagen, den Schreck trinken wir erstmal ein Bier, ja? Wissen Sie überhaupt, wer das Bier erfunden hat? Der Sachsen? Die Surema. Wer? Die Surema im Stromland. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Ach, das sind mehrere, im Zweistromland. Ja, ja, das sind sie. Genau, ja, ja, ja. Prost. Ja. Heißt übrigens Rolf. Prost. Ja, jedenfalls die. Die haben die Hälfte von ihrem Getreide jedes Jahr zu Bier verbraut. Ach. Da wird man sogar im Bier bezahlt. Und die Priester, die haben jeden Tag 5 Liter gekriegt. 5 Liter. Und so einfache Leute bloß einen. Also so Busfahrer und so. Ja, ist denn das gerecht? Schreiende Ungerechtigkeit ist es. 125.000 Euro, Mensch. Seit Jahren lege ich jeden Pfennig zurück. Es hätte doch alles so schön werden können. Wagner und Sohn, Busunternehmen. Fernfahrten oder Nahverkehr? Nee, Reisebus natürlich. Europaweit. Ich hätte dem Jungen das Fahren beigebracht. Ich bringe ja bei uns in der Firma den Neuen immer das Fahren bei. Ah ja? Ja. Und Matti hat ein Händchen für den Bus, das ist man klar. Ja, wir beide zusammen auf Tour, das wär's doch. Ja, und jede Mark, also jeden Euro in die eigene Tasche. Und ohne Boss. Ja. Also, der Matti hat mir schon lange erzählt, dass er Probleme hat in der Schule. Mit Nick Nautrup und seiner Bande. Und ich habe nichts gemacht. Ich hatte doch Schiss vor meinem Chef. Ich habe meinen Jungen einfach im Stich gelassen. Jetzt sehen Sie mal, womit sich diese Göhren hier so befassen. Und jetzt sehen Sie mal, womit wir uns befasst haben. Das ist das Projektil, mit dem Nick Nautrup tödlich getroffen wurde. Es wurde mit dieser Waffe verschossen. Eine Smith & Wesson, Kaliber 38.
Ja, es gibt Zeugen, die beobachtet haben, wie sie mit einer Smith & Wesson Kaliber 38 geschossen haben. Auf der Bahn 2 außerhalb der Geschäftszeiten. Was für Zeugen? Das tut im Moment nicht zur Sache. Also, wo ist diese Smith & Wesson, mit der Sie herumgeballert haben? Ich verweigere die Aussage. Matthias Wagner hat behauptet, dass ihm jemand die Waffe in den Rucksack getan hat. Vielleicht waren Sie das? Ach, was für einen Grund sollte ich denn dafür haben? Nick hatte doch in der Schule Narrenfreiheit. Ich schätze mal, ihn ist so oft genug dämlich gekommen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Rennen Sie doch nicht weg. Wenn jemand Matthias Wagner den Revolver in den Rucksack gelegt hat, dann in dem Wissen, dass Matthias wahrscheinlich die Waffe auf Nick richten würde. In den Sportstunden hatten Sie Zugang zu den Umkleideräumen. Ich war vor einem Vierteljahr auf einer Waffenmesse in Österreich. Da habe ich das Ding gekauft. Unter der Hand. Und illegal nach Deutschland eingeführt. Und wie kommt die Waffe zu Matthias Wagner? Ja, die wird er wohl geklaut haben. Ach. Bei mir wurde nämlich eingebrochen. Zu Hause. In meiner Laube. Bei Lichte besehen, meine Herren, kann meine Mandantin die Verletzung von Frau Amler ja nur dadurch verursacht haben, dass sie sie kurz losgelassen hat. Richtig? Ja. Ja, dann muss man ja wohl klären, warum die alte Dame nicht einmal mehr alleine stehen kann, wenn man sie nicht festhält. Unter welchen Medikamenten stand Frau Amler denn und warum? Das sind rein medizinische Fragen. Ja, nicht, wenn Sie sie zum Gegenstand eines Strafverfahrens machen wollen. Das Gericht müsste sich schon intensiv mit den Zuständen Ihrer Einrichtung befassen. Ja Gott, was heißt denn hier Zustände? Wir hatten erst vor 4 Wochen eine Kontrolle durch die Heimaufsicht. Die hatten hier absolut nichts zu beanstanden. Ja, weil die Kontrollen angekündigt sind, das weiß doch jeder. Ja, wenn schon. Wir haben hier nichts zu verbergen. Dann können Sie ja der öffentlichen Anteilnahme an einem Strafprozess gelassen entgegensehen. Habe ich Ihnen eigentlich schon von meinen guten Kontakten zur Hamburger Boulevardpresse erzählt? Wollen Sie uns erpressen? Nein. Ich will Sie nur dazu bringen, sich jeden Schritt gegen meine Mandantin genau zu überlegen. Zum Beispiel die angedrohte Schadensersatzforderung. Worin soll denn eigentlich ein Schaden für Ihr Heim bestehen? Meine Mandantin hat ja wohl kein Eigentum beschädigt. Oder wollen Sie die alten Leute zu Ihrem Inventar erklären? Aber die verdienen doch sogar noch mehr, wenn die alten Leute krank sind. Dieser ganze Laden hat doch nur einen Zweck. Und zwar mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Kohle zu machen. Ja, und sparen tun sie überall, besonders im Personal. Ist doch so, Schwester Renate, oder? Ich kapiere das nicht. Sie sind doch Krankenschwester. Das wird man doch normalerweise, um anderen Leuten zu helfen, oder nicht? Aber Sie lassen sich hier von diesem Profit gehen. Das reicht jetzt aber, junges Fräulein. Das ist bereits der zweite Auftritt in dieser Preislage. Ja, es reicht wirklich. Brüllen Sie meine Tochter nicht an. Überlegen Sie lieber mal, warum junger Mensch in Ihrem Heim eine Sinnkrise kriegt. Wie Sie sehen, ist Christiane eine sehr idealistische und temperamentvolle junge Frau. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig. Sie lassen meine Mandantin in Ruhe. Dann müssen wir Ihre Beobachtungen auch nicht an die große Glocke hängen. Also gut. Und ich habe Ihr Wort. Haben Sie? Und auf die Idee sind Sie nicht gekommen. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass das meine Waffe war? Na, hören Sie mal. Matthias Wagner hat mit einer Smith & Wesson Kaliber 9 mm geschossen und genau eine solche Waffe wird Ihnen geklaut. Meinen Sie nicht, diese Information wäre für uns interessant gewesen? Ja, tut mir leid. Märchen können Sie jemand anderem erzählen. Sie führen illegal einen Revolver ein und bewahren ihn in Ihrer Laube auf. Ja, er war doch 1A versteckt. Und was ist Ihnen denn noch so weggekommen? Ein Schnorchelset mit Panorama-Taucherbrille, ein Schachcomputer Aljechin, wert 800 Euro, ein Fernseher mit Satellitenreceiver, wert 1200 Euro, 2 Flaschen Single Malt Whisky und eine Lichterkette, Marke Frohsinn, wert 17 Euro. Warum steht denn hier nichts von einer Smith & Wesson? Die Waffe hatte ich doch offiziell gar nicht. Dieser Wagner. Wenn ich den in die Finger kriege, dieser Rotzlöffel.
Der Durchsuchungsbeschluss ist schon in Arbeit. Wir können ihn unterwegs beim Ermittlungsrichter abholen. Ersten Stock, Wagner. Wagner, wir müssen uns mal in Ihrer Wohnung umsehen. Ja, was, wieso denn? Sag du doch auch mal was dazu. Es tut mir leid, aber das muss sein. Und, schon was gefunden? Nein, noch nicht. Ich verstehe das nicht. Du bist mir ein schöner Freund. Herr Wagner. Ach so, auf einmal bin ich wieder Herr Wagner für dich. Ach, da haben wir ihn ja. Unseren Schachcomputer Aljechi. Gehäuse Palisander in der Tat. Wo hat Ihr Sohn das Gerät denn her, Herr Wagner? Aber das weiß ich doch nicht. Aber wir wissen es. Das stammt aus einem Einbruch. Und bei dieser Gelegenheit hat sich Ihr Sohn auch die Waffe besorgt, mit der er Nick Nautrop erschossen hat. Nein, Matti hat doch die Waffe in seinem Rucksack gefunden. Vielleicht hat Matthias uns doch nicht die Wahrheit gesagt. Mein Sohn lügt nicht. Der Schachcomputer gehört dem Winter? Das ist aber langsam mal gut, ja? Den Computer und den Revolver hast du bei dem Einbruch in seine Laube geklaut. Ach, ja wirklich? Ich war's. Was denn nun? Hast du den Revolver bei dem Einbruch mitgehen lassen oder hast du ihn dir am Bahnhof besorgt? Bei dem Einbruch. Und wo genau hast du ihn da gefunden? Na? Mehr sage ich nicht. Und die anderen geklauten Sachen? Wo sind denn die? Der Fernseher mit Satellitenreceiver, ein Schnorchelset mit Panoramataucherbrille. Das müssen Sie schon selbst herausfinden. War's das? Ganz anderer Meinung, Kollege Zimmermann. So wie der Junge momentan drauf ist, würde der auch noch einen Kennedy-Mord auf sich nehmen. Herr Kollege, bitte, wir haben ein Geständnis. Der Fall ist abgeschlossen. Der Junge hat offenkundig kein Täterwissen. Matthias Wagner hat den Einbruch doch gerade zugegeben. Sind denn in der Laube Fingerabdrücke gefunden worden? Irgendein materieller Beweis, dass Matthias der Täter war, der Einbrecher? Wir haben den Schachcomputer bei ihm gefunden. Und die Waffe. Was wollen Sie denn noch mehr? Der Mord an Nick Nautrop. War lange vorbereitet, keine Spur von einer Affekttat. Das sollten Sie und Ihr neuer Freund Rolf Wagner endlich mal einsehen. Lange vorbereitet, damit könnten Sie recht haben. Also ich schreibe jetzt jedenfalls den Abschlussbericht. Bitte, schreiben Sie. Deine Geschwister? Ja, die kleine Bahngrad. Es dauert auch nicht lange. Ich wollte auch nur fragen, ob von dem geklauten Zeug bei euch in der Schule was angeboten wurde. Ich habe hier so eine Liste da. So ein Schachcomputer, Fernsehapparat mit Satellitenreceiver. Dann ein Schnorchelset mit Panorama und Schaumfarbbrille. Du auch nicht. Also verkauft hat das keiner bei uns in der Schule. Simone? Wie soll ich denn das verstehen? Die hat ihm Lukas geschenkt. Ach was. Ich wusste ja auch nicht, dass die Brille geklaut ist. Lukas Berger macht dir Geschenke? Ich dachte, ihr seid wie Hund und Katze. Hier ist der. Ja. Er ist sehr scharf auf mich. Aber so leicht bin ich nicht zu haben. Ich muss jetzt leider gehen. Christian, ich bin schon so froh, wenn du da bist.
Das ist ein Glück. Da machen die paar blauen Flecken gar nichts. Das ist ein Kreuz. Vor allem haben die Schwestern jetzt ein bisschen Schiss. Das ist auch gut so. Gute Nacht. Ja, danke. Wilfried. Guten Abend, Charlotte. Na, Wilfried, hast du deinen Mördervater wieder gesehen? Oh, Tante Charlotte. Wieso habt ihr so gute Laune? Sieg auf der ganzen Linie. Ja. Tja, der blöde Heimwärter hatte überhaupt keine Chance gegen uns. Diese Anwältin ist mit allen Wassern gewaschen. Bitte? Aber was soll denn das kosten? Also ich meine, was verlangt die für ein Honorar? Entspann dich, das bezahlt die Heimleitung. Dank Isabelle Turelle. Prost, mein Liebling. Ich habe Angst, dass sie mich adoptieren wollen. Halt die Klappe. Ich weiß ganz genau, dass du in die Laube vom Hausmeister eingebrochen bist. Simones kleinen Bruder hast du die Taucherbrille geschenkt und Matthias hast du den Schachcomputer verkauft. Von wegen verkauft? Geschenkt habe ich ihm das Ding. Das hat man nun davon, wenn man zu so einer armen Sau mal nett ist. Das geklaute Zeug ist mir egal, aber ich will wissen, wer noch dabei war. Und wer den Revolver von Winter einkassiert hat. Die Laube haben wir zusammengeknackt, Nick, Sven und ich. Den Revolver hat natürlich der große Boss behalten, Nick. Ach, und wie ist der Revolver in Matthias' Rucksack gekommen? Nick wird den wohl nicht selbst reingetan haben. Ja, ich ja wohl auch nicht. Ich wäre doch nicht arschkühl neben Nick stehen geblieben und hätte darauf gewartet, dass der Wagner uns beide abknallt. Wer wusste noch von der Waffe? Nur Nick und ich und Sven. Was macht denn der Bursche so nach der Schule? Ich schätze, er hängt bei Marlene ab. Hängt bei Marlene ab? Interessiert die sich denn für so ein Weichei? Wo die Liebe hinfällt. Die Maus läuft durch das Labyrinth, weil sie am Ende eine Belohnung erwartet. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Einen schönen Tag noch und tschüss. Danke. Schönen Tag noch. Was machst du denn schon wieder hier, Herr Wagner? Stadt und Faden sind geil. Mehr Trinkgelder. Nimm die Quanten darunter. Du kriegst da was durcheinander. Du bist nicht mehr dein Bus. Geh nach Hause. Quanten runter! Hey, was soll denn da? Raus! Hey, raus, das ist mein Bus, raus! Hey. Hier! Hey! Entspann dich. Autsch, das tut weh. Ich glaube, ich mach das besser selber. Wie lange soll ich noch warten? Aline. Ich glaube, das ist hier nicht der richtige Ort. Ich hab's gern mit ein bisschen Stil. Verstehst du? Aber du hast doch gesagt, dass... Ich werde heute Abend zu dir kommen.
Du hast doch gesagt, dass deine Eltern nicht da sein werden. Ja, schon. Aber... Ich fürchte, der junge Mann wird keine Zeit haben. Warum denn? Ganz einfach. Du wusstest, dass ich den Revolver mit in der Schule hatte. Und du hast ihn in der Sportstunde heimlich in den Rucksack von Matthias Wagner getan. Warum? Marlene, sag doch mal was. War das wieder eins von deinen Experimenten, Marlene? Und Sven war diesmal die Maus? War das so? Ob das so war? Mach den Mund auf. Wir konnten doch nicht wissen, dass es gleich so schlimm kommt. Bei deinen Experimenten habt ihr nicht berechnet, dass Matthias den Revolver benutzt, obwohl ihr wusstet, wie verzweifelt er war. Er kommt mit ins Präsidium. Marlene, ich hab's doch nur für dich getan. Alles Gute zum Geburtstag. Papa. Setz dich. Sven, wer hat denn eigentlich wem den Laufpass gegeben? Marlene Ignautrop oder umgekehrt? Nick hat Marlene in die Wüste geschickt. Was wird das denn? Na, was wohl? Ich rufe meine Mutter an. Stubbe hier. Jetzt kriegen wir richtig Probleme. Ihr Freund Wagner hat einen Bus geklaut. Ja, was er damit vorhat, weiß ich auch nicht. Mist! Papa, Achtung! In die Brühe! Kümmern Sie sich um Sven und Marlene. Ja. Du bleibst da drin? Ja, ja, Mama. Dann bist du ja gleich da. Ja, ja. Kf 4. Ja. Ah, ich kann dich schon sehen. Verpiss dich, du Verräter! Rolf. Ach so, auf einmal bin ich wieder Rolf. Hau bloß ab, sonst mache ich hier Schluss! Jetzt halten Sie endlich den Mund und hören mir zu. Es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen sollten. Sven Bachmann hat Ihrem Sohn den Revolver in den Rucksack gelegt. Angestachelt von Marlene Torell. Ja, aber was macht das denn schon für einen Unterschied? Geschossen hat ja Matthias. Ja, aber er wurde in die Enge getrieben. Das wird vor Gericht eine Rolle spielen. In den Knast muss Matthias sicher nicht. Ja, und ins Heim oder so auch nicht? Nein. Vorausgesetzt, sie werden endlich vernünftig und landen nicht selber hinter Gittern. Dann muss Matthias garantiert ins Heim. Jetzt ein Vorschlag zur Güte. Sie geben Matthias die Fahrstunde, die Sie ihm zum Geburtstag versprochen haben. Und dann geben Sie auf. Die Straßen sind sowieso alle abgesperrt. Ja,
Okay, dann fahre ich nur den Bus ein Stück zurück. Habt ihr gehört? Setzt die Wagen zurück und sichert die Zufahrt nach. Schnell! Sagen Sie mal, ich hau Ihr Goldkind raus und was machen Sie? Ich werde Ihnen jetzt was sagen. Ihre Tochter ist schuld am Tod von Nick Nautrup. Soll ich ihr dafür etwa Blumen schicken? Ist das wahr, Marleen? Nein, Mama. Sie hören es. Wenn Sie meine Tochter vorladen wollen, dann wenden Sie sich bitte an meine Kanzlei. Die Nummer haben Sie. Marleen braucht keine Anwältin, die braucht eine Mutter. Nicht gerade ein Happy End. Finden Sie? So, jetzt Kupplung treten. Rückwärtsgang rein? Ja, ja, der hackelt so ein bisschen. Gut. Und jetzt die Feststellbremse lösen. Genau. Ganz langsam kommen lassen jetzt. Aha. Wenn die beiden Glück haben. Und einen guten Anwalt. Auf alle Fälle hat Matthias jetzt seinen Vater wieder. Ja, was denn? Frühstück ist fertig. Mach doch mal die Musik leiser. Ja. Matti, komm, du musst zur Schule. Aber ich gehe nicht mehr zur Schule. Wieso das denn jetzt? Geht's immer noch um diese Bande? Hm? Das weißt du doch. Papa, die machen mich fertig. Und wenn sie mich mal in Ruhe lassen, dann redet keiner mit mir. Papa, kannst du nicht mal mit Nicks Vater sprechen? Matti, das ist doch mein Chef. Hm? Ich kann da nichts machen. Der schmeißt mich raus, der ist knallhart. Da musst du jetzt durch, hm? Letzte Woche war er noch ganz fit. Tja. Und dein Fahrrad bringt heute Abend wieder in Ordnung, ja? Ich brauche meinen Käfer. So eine Undankbarkeit. Dein Vater schenkt dir zum 18. Geburtstag diesen wunderbaren Oldtimer.
Sag mal, weißt denn du überhaupt, was mein Kollege Zimmermann mir für die Mühle abgeknöpft hat? Hallo, Frau Lehring. Und wenn dein Vater mal sich den Wagen ausleihen will, weil sein Fahrrad hat, muss ich mir ellenlange Vorträge anhören, hm? Das war nicht so gemein. Hm? Ist schon wieder jemand gestorben? Christiane, das ist ein Pflegeheim und keine Geburtenklinik. Ich weiß. Aber einfach ist das nicht. Du willst doch nicht erst mal einen Rückzieher machen. Ach was. Bewerb mich doch nicht erst für ein Praktikum und dann schmeiß ich alles hin. Hm. Tschüss. Der Nächste, Matthias. Und komm schon. Los. Okay, das sehen wir aber nochmal. Sven, zeig einmal, wie es richtig gemacht wird. Der Nächste, Nick Nautrup. Mäuse melken. Erst macht das Fahrrad die Grätsche und jetzt der Wagen. Wie wär's mit vielen Dank, Herr Kollege? Nett, dass Sie gekommen sind, mir aus meiner Notlage zu helfen. Daran sind Sie nicht ganz unschuldig. Ach, ist doch lächerlich. Offenkundig hätte der Wagen doch einige versteckte Mängel, als Sie ihn mir verkauft haben. Ach, Unsinn! Das ist doch falsch rum. Was soll denn das? Wart's ab, du Blitzmerker. Kundschaft. Ah, sogar Stammkundschaft. Das ist ja ein echter Pechvogel, der Kleine. Was, Sven? Mhm. Lukas, ich hab da hinten die Bullen kreisen sehen. Ja, frag mal los und sicher die Aktion ab. Na komm! Hinsetzen! Hinsetzen, habe ich gesagt! Los, komm, aufstehen! Na los! Und umdrehen! Hier, siehst du? Richtig rum! Stinkt das! Sag mal, werden deine Turnklamotten eigentlich nie gewaschen, hä? Ja, was ist? Wird's bald? Was nix heute. Das ist ja ein uraltes Spiel. Was haben wir denn in unserem Billigrucksack, schönes Fräulein? Mach auf! Hey, wo soll's denn hingehen? Was sind die denn hier? Gib her das Ding. Tust du noch weh damit? Hergeben, hab ich gesagt. Benzin ist alle. Heiter das.
Muss ich ganz übersehen haben, ne? Und selbst das ist noch keine Katastrophe. Dieses kleine Hebelchen hier nämlich aktiviert den Reservetank. Ja, kenne ich. Beim Trabi hatten wir das immer hier unten. Aber ich wusste gar nicht, dass die bei VW damals schon so weit waren. Stuppe hier. Ach du Schande. Was ist denn? Schießerei unter Schülern, ein Toter. Der Tote ist Nick Nautrup und der Täter ist Matthias Wagner. Und ich habe das alles im Streifenwagen schon gesagt. Und das stimmt. 100%. Ja klar, die gehen auch in meine Klasse. Ich habe da hinten gestanden, ich habe alles gesehen. Matthias hat die Waffe aus dem Rucksack genommen, gezielt und abgedrückt. Wie unter Hypnose. Ist abgehauen. Ich glaube in die Richtung. Wir brauchen noch die Adresse von diesem Matthias Wagner. Ich weiß nicht so genau, wo der wohnt. Ich war noch nie bei ihm. Ich kenne auch keinen, der schon mal bei Matthias war. Das ist ja großartig. Ich schau mal, ob ich im Sekretariat noch jemanden erwische. In welche Klasse gehst du? 10B. 10B.